So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D Land Part 19. Hoffe ich doch mal, dass ich da noch einiges an Überblick habe. Beim letzten Mal haben wir Welt 6 betreten und jetzt sind jetzt in Welt 6, 2 und yay, erstmal Time Trial. Ich sehe schon. Also ich muss auch erstmal gucken, dass ich hier wieder beim Aufnehmen klarkomme, weil die letzte Mario-Aufnahme ist jetzt schon wieder einige Tage her. Ihr müsst wissen, ich bin wieder mal unglaublich früh dran. Ist da irgendwas drin? Ne? Irgendwas? Nee? Okay, nicht. Das ist quasi wieder ein Tag, bevor ihr das seht. Also ihr seht das am 21.07., wenn meine Uhr hier stimmt. Ich hätte vielleicht den Goomba mitnehmen sollen. Und am besten nicht runterfallen mit. Ja, ihr seht das am 21., ich nehme es am 20. auf. Und ja, genau, das ist der Stand. Das heißt, ich bin wieder unglaublich früh dabei. Was aber daran liegt, dass ich immer gucken muss, wann ich jetzt aufnehme. Ich muss gucken, das letzte Wochenende war für mich halt ein bisschen viel, weil viel unternommen, spät ins Bett. Da ist man dann schon mal ein bisschen müde und da oben ist ein Starcoin. Das habe ich mir schon gedacht, aber da komme ich auch noch hin. Nee, und dann ist es so warm und ich saß jetzt den ganzen Tag hier und dachte mir so, okay, du musst noch aufnehmen. Wann willst du aufnehmen? Du kannst... Ich war abgesehen davon, dass ich verdammt müde war bis vor ein paar Minuten noch. Dachte ich erstmal so, scheiße, das heißt, der Part muss ausfallen, irgendwie sowas. Glücklicherweise nicht, weil ich doch irgendwie nochmal dazu gekommen bin, ein bisschen wach zu werden. Finde ich gut. Und, boah, jetzt habe ich doch noch dazu durchringen können, beziehungsweise es ist auch nicht mehr so warm, weil wir hatten ja letzten Freitag diesen Stream-Ansatz, also am 17. Und das war ja nicht mehr feierlich, da war es so verdammt warm, da ging ja gar nichts mehr, ne? Ich hoffe, dass der nächste Stream eher temperaturtechnisch angepasst wird, beziehungsweise ich werde einfach schauen, dass ich nur noch abends streame und in Zukunft nur noch abends aufnehme, solange es so warm ist. Und wir haben, wie es aussieht, keinen Zeitdruck. Finde ich schön, ja. Muss das sagen. Muss ich sagen, jetzt muss ich nur gucken, ob ich die Starcoin irgendwo finde. Also wenn ich irgendwie mal ein bisschen ruhig sein sollte, den Stern nehme ich mit. Das könnte ein bisschen eng werden zeitlich, aber wow, das packe ich. Nee, also, was mache ich da? Wo gehe ich hin? Jetzt wollte ich irgendwas sagen. Okay, da warte ich jetzt aber kurz, bis es wieder eingeklappt ist, bevor ich irgendeinen Scheiß mache. Nee, einfach gucken, dass man das ein bisschen besser abpasst zeitlich, dann ist man nicht so, ja, nicht so unfit, wenn man so möchte. Ich möchte ja hier nicht aufnehmen und dann war das ganz nebenbei das Genialste, was ich in meinem Leben jetzt gemacht habe. Nee, warum ist die Halbzeitflagge hier oben drin? Gut. Nee, wir haben also noch keine Starcoin. Das irritiert mich ein bisschen, muss ich sagen. Da ist einer. Okay. Kann ich mit leben? Git. Will doch keiner. Aber es war die erste anscheinend. Okay, passt. Nee, ich will ja hier keinen Scheiß aufnehmen. Das heißt, ich will auch wirklich nur aufnehmen, wenn ich wirklich Lust dazu habe und in der Stimmung bin. In der Stimmung. Das war etwas, was ich nicht definieren kann. Dementsprechend vergesst einfach, was ich gerade getan habe. Ignoriert es und schaut weiter. Oder halt nicht, weil, ja. Nee, das war irgendwie seltsam. Aber in Ordnung. Wir kriegen das schon noch hin. Wow. Schön. Nee, wir müssen hier einfach irgendwie durchkommen. Das ist schon machbar. Ach Gott. Ich muss ja sagen, ich will ja jetzt ganz offen und ehrlich sein. Okay, hier sind nur Münzen drin. Ich bin auch ganz froh, wenn ich mit dem Spiel durch bin. Weil es mittlerweile ein bisschen anstrengend wird, finde ich. Weil es halt immer das Gleiche ist. Es ist sich schon sehr ähnlich. Komm ich denn da rüber? Die Starcoin hätte ich nämlich gerne doch, wenn das möglich wäre. Du bist ziemlich ungünstig positioniert, muss ich sagen. Komm mal her, Biene. Komm mal zu mir rüber. Ich will dich mal ein bisschen fertig machen. Das war ein schöner Sprung, muss ich sagen. Wunderbar. Traumhaft. Zwei Starcoins und damit fehlt nur noch eine. Nee, es wird halt ein bisschen eintönig auf Dauer. Das ist das Problem. Da finde ich Mario Galaxy ein bisschen besser, weil es halt einfach... Hallo, Biene. Der war schön. Auch wieder. Genauso wie der davor. Nee, Mario Galaxy ist dann noch... Wieso bist du kaputt gegangen? Oh, es reagiert auf Mikrofon. Das wusste ich gar nicht. Hm, man lernt nie aus. Gut zu wissen. Nee, oh Gott. Slow Motion!
Ah, okay. Ich verstehe. Alles klar. Gut, das habe ich mir jetzt mal gut angeschaut. Das heißt, es sollte jetzt kein Problem werden. Ich packe wieder mein Tanuki aus. Nee, ja. Mario Galaxy ist da irgendwie ein bisschen storylastiger für ein Mario-Spiel. Das kann man von 3D-Land leider Gottes nicht behaupten. Aber, ist kein schlechtes Spiel, aber ich würde irgendwann ein wenig eintönig. Okay, trotzdem noch geschafft. Auch wenn ich irgendwie das Timing da jetzt nicht so ganz rausgefunden habe, aber muss ja nicht, ne? Kein Stress hier. Wir kommen schon irgendwie voran. Ich gucke jetzt einfach mal, dass wir in den nächsten paar Parts das Projekt soweit zu einem Ende bringen. Oh, nehmen wir gerade ein neues Item mit. Können wir gerade gebrauchen. Und ich mag, dass es hier so Nacht ist. Das finde ich cool, muss ich ganz klar sagen. Und nee, ich habe ja auch schon ein kommendes Projekt geplant, was die nächste Woche dann direkt beginnen wird. Wo demnächst ja nochmal ein Livestream sein wird. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ihr wisst zwar noch nicht so genau, was es ist, aber dazu kommt dann am Sonntag eventuell ein Video, wo dann alles mal aufgeklärt wird und sämtliche Regeln erklärt werden. Zu dem, was kommt, aber da möchte ich euch jetzt nochmal nichts vorwegnehmen. Hallo Schatten Mario, schön, dass du auch wieder da bist. Lange nicht gesehen, mein Lieber. Ich habe dich nicht vermisst und ich wette jetzt mal hinter... Warum eigentlich schon wieder diese blöden Drehblöcke? Und warum springe ich eleganterweise genau in den Tod? Schön. Wahrscheinlich ist hier hinten direkt erstmal eine Starcoin oder auch nicht. Gut. Nee, es ist eklige Art von Level. Ich mag es immer noch nicht. Wir kennen ja Mucho Mucho Qualen, Mucho Mucho Damien und so. Das war nicht das, was ich wollte. So, wunderbar. Hier irgendein Power-Up drin oder sowas. Geh mal weg, Schatten Mario. Du bist im Weg. Nö, nur Münzen. Wie er mir einfach alles eins zu eins nachmacht. Das ist schon irgendwie voll der Nachahmer hier. Dafür gibt auch einen englischen Begriff. Wie hieß denn das nochmal? Also nicht Doppelgänger, weil Doppelgänger ist so ungefähr das seltsamste englische Wort, das es gibt, weil es halt einfach mal aus dem Deutschen kommt. Zumindest könnte man davon ausgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es klingt halt einfach mal so. Ja! Hilfe! Hilfe! Nee, und wow. Ein Wort, das ich bis heute nicht so verstanden habe, warum das auf Englisch so heißt und man sich da nicht was Eigenes einfallen lassen. Englische Sprache klingt so cool, aber das ist eines der Worte, die... Boah. Bisschen scheiße klingen, aber so, wir haben es geschafft. Das Qualenlevel ist mal wieder vorbei. Das meine ich, aber sie werden ständig neu aufgegriffen. Das finde ich ein bisschen langweilig. Man hätte ein bisschen weniger Welten machen können und sich ein bisschen mehr überlegen können bei den Spezialsachen. Aber in Ordnung, was soll's. Und ich glaube, ich drehe mich mit meiner mit den Themen, über die ich rede, auch irgendwie im Kreis. Hier hole mich die ganze Zeit, habe ich so das Gefühl, aber in Ordnung. Wir haben nicht mal Level 6-9. Das ist sehr schade. Ich hätte auch gerne mal Level 69. Das Prinzip hatten wir jetzt auch schon 20 Mal, muss ich jetzt sagen. Also jetzt ohne irgendwie jemanden vom Kopf stoßen zu wollen, aber das wird langsam auch langweilig. Geh mal weg. Ich hätte mal gern irgendwie neue Level, beziehungsweise ich werde sie, glaube ich, nicht bekommen, weil, glaube ich, alle Level irgendwo Anspielungen sind. Wobei ich aber auch sagen muss, wir kommen bei dem Spiel gut voran, und zwar besser, als ich dachte. Ich wette, hier brauche ich eine Feuerblume. Und ich wette, hier ist keine Feuerblume drinne. Oh mein Gott, es ist doch eine drinne. Oder, dann habe ich das doch gedacht, jetzt kommt hier irgendwo eine Starcoin. Geh mal weg, ihr blöden Giftpilze, ich will euch nicht haben. Keiner will euch, ihr seid scheiße. Und lila. Nee, geh mal weg. Habe ich keinen Bock drauf. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier irgendwo die Starcoin finde. Das könnte ganz nebenbei relativ lustig werden. Warte ganz kurz. Das wollte ich eigentlich schon mitnehmen. Oder auch nicht. Gut. Damit habe ich meinen Tanuki gerade verloren, offiziell. Wow, wie habe ich denn das schon wieder bekommen? Warum ist der eigentlich runtergefallen einfach? Randommäßig und so. Ja, ist gut. Ich hätte gerne außerdem einen Stern gehabt. Dann kann ich mit dem Boost besser klarkommen. Aber ich habe außerdem immer noch keine Starcoin. Das irritiert mich so ein bisschen. Und es ärgert mich, dass ich meinen Tanuki verloren habe gerade. Hilfe. Das war die... ich habe die erste verpasst. Dann machen wir das eben ganz einfach. Zack, zack. Zack. Und weiter. So. Natürlich, ich nehme auf und was passiert? Meine Nase juckt wieder. Ja, aber eigentlich wollte ich auch noch... Eeries mit einem Stachelding in der Mitte. Na, wunderbar. Macht es nicht unbedingt besser, Eeries. Ich kann es trotzdem nicht leiden. Nee, eigentlich wollte ich ja nochmal mit Swati aufgenommen haben. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt noch schaffen, weil ich muss halt jetzt gucken, dass ich irgendwie mit meinen Aufnahmen vorankomme. Gottes Willen. Too much Stachelpflanzen und so. Und gucken, dass ich halt trotzdem soweit,
ja, meine Parts halt rechtzeitig aufnehmen kann. Wo ist die Starcoin? Ach komm, hier ist doch irgendwo... Kannst mich doch nicht verarschen. Hier muss doch irgendwo was sein. Ich wette, die ist da oben. Dass wir wenigstens die vorletzte noch haben. Komm, da oben. Ja, wusste ich es doch. Sehr nice. Haben wir zwar die erste verpasst, aber... Habe ich wenigstens zwei Chancen, diese blöde Flagge zu bekommen. Ja, ja. 69 Münzen, was auch sonst. Ja, das war wieder eine von den... Ach, das war wieder so eine blöde Drecksflagge, die einfach nicht hoch genug ist. Wo die Plattform nicht hoch genug ist, um ranzukommen. So. Zack. Dann muss ich eben gleich nochmal ran. Moment, dann gehen wir ganz, ganz fix hinter und rennen einmal durch das Level. Ich bin jetzt zu faul zu schneiden, deswegen lasse ich das kurz drin. Das dauert nicht lange, das Level ist unglaublich kurz. 35 Sekunden, halbe Minute. Dann habe ich einen Tanuki, wenn nicht sogar zwei, und benutze ich das Level durch. Denke ich mal. Hoffe ich doch mal. Irgendwie. Und muss halt nochmal neu einsetzen, gerade weil ich irgendwie verrutscht bin. Das ist so ein Nachteil vom 3DS, muss man noch ganz klar sagen. Man rutscht immer vom Schiebepad runter. Zumindest geht's mir da so. Zumindest beim alten 3DS. Also im Sinne von beim ersten 3DS, den ich hier gerade zum Aufnehmen benutze. Das finde ich ist bei den... Dankeschön. Ist bei den, anderen 3DS, bei den 3DS XL und New 3DS. Und hast du nicht gesehen, besser gelöst. Wobei ich nicht weiß, wie es beim normalen New 3DS ist. Okay, es waren 45 Sekunden. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Oder waren es 45 Sekunden? Ist auf jeden Fall nicht lang. Ja, 45. Sorry, hab ich euch 45 Sekunden eures Lebens geraubt. Etwas, bisschen und so. Aber wir haben jetzt wenigstens wieder zwei Tanuki. Das heißt, wir können nochmal durchs Level durchrennen und die Flagge auf jeden Fall mitnehmen. So, und zwar hier wollte ich hin. Müssen wir nur noch die Starcoin finden. Vielleicht schaffe ich dann wenigstens, wenn ich den Rest des Levels noch mache. Wobei ich ja noch die Flagge brauche. Erstmal... Starcoin finden. Ich hoffe doch mal, ich finde sie auf Anhieb. Ich achte jetzt mal ein bisschen auf den Hintergrund, das heißt, wenn ich etwas ruhiger sein sollte, wäre das hoffentlich kein Problem. Wenn ich es beim ersten Mal nicht finde, dann muss ich halt danach schneiden. Man kann ja nicht alles haben. Also bisher sehe ich nichts. Mal schauen, ob ich jetzt irgendwas finde, wenn ich genau drauf achte. Nee, bisher nicht. Bisher. Ist da oben was? Nee. Da kam vorhin aber auch keine Starcoin, als ich hier war. Ich glaube, das ist hier irgendwo. Also ich würde es dem Spiel durchaus zutrauen, mich da so weit zu trollen, dass das hier irgendwo ist und mir einfach das Spiel das nicht gesagt hat. Geh weg, Bu. Ich habe keinen Bock auf dich. Du bist scheiße. Ja, vor allem renne ich dann erstmal rein. Das ist natürlich immer die beste Option. Nee, da ist nichts. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das hier irgendwo finde. Wenn nicht, muss ich gleich noch einmal hinein. Hier irgendwo? Da! Wie gemein! Okay, ich nehme auch den Boomerang. Nee, egal, Hauptsache Power-Up. Jetzt muss ich nur irgendwie durchkommen, ohne dabei zu verrecken. Weiter. Also diese Steinwände... Oh Gott! Wie es mich gerade durch die Gegend geglitscht hat. Auch sehr schön. Die Steinwände sind teilweise etwas nervig, aber in Ordnung. Muss man mit klarkommen. Ich nehme auch den Stern und mache euch damit fertig. Mir egal. Ich würde ihnen schon fast eher zutrauen, dass einfach eine Münze drin wäre und dann die Bu spawnen. Hätte ich mir jetzt auch vorstellen können, aber da ist es ja schon fast nett von ihnen. Ha! Dass sie mir den Stern noch gegeben haben. Wow! Suddenly, langsam eerie. Wieder. Wow, 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 wow. Heilige Kacke. Okay, der ist relativ unbeeindruckt von meinem Boomerang. Aber wenn ich ihn anschaue, das mag er gar nicht. So, bleib da, wo du bist. I can see you. So, und weiter. Ja. Ah, oh, perfekt. Gut. War schon der letzte Raum. Das heißt, geht auch relativ fix. Seelenloser Boomerang fliegt durch die Gegend. Ist auch schön. So, jetzt aber. Nice. Haben wir auch hier diese Spitze. Also wie auf die Idee gekommen ist, dass man immer an die Flaggen spitzen muss. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was ich halt nervig finde beim 3D World, ist es so, dass du mit jedem Charakter einmal die Spitze erreichen musst, um das Spiel durchzuspielen. Hier ist es auch so, bei Mario 3D World hast du einfach 5 Charaktere und nicht 2. Das heißt, du musst das Spiel theoretisch 5-mal durchspielen, was es nicht unbedingt besser macht. 3D World ist ein gutes Spiel, aber trotzdem macht es das nicht besser. Mein ja nur. Swoops. Und bluff. Hallo, Luftschiff. One more time.
Ich würde gerne möglichst bald meinen Power-Up wechseln, dass ich den Tanuki wieder im Hintergrund habe, also auf Reserve quasi. Genau, einmal mehr durch die Luft geballert, weil wir müssen hier irgendwie hochkommen. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht... Okay, es geht. Es ist nicht so weit Self-Scroller, dass hier gar nichts mehr geht. Ich glaube, ich erinnere mich an das Level und ich glaube, es war ziemlich scheiße. Gott. Das fängt ja jetzt schon wieder sehr lustig an. Aber ich bin gerade froh, dass ich die Boomerang habe, weil damit kann ich wenigstens sämtliche blöden Bienen einfach umhauen. Richtig? Nee. Okay, dann nicht. Ist da unten was? Da ist ein Starcoin. Ich komme noch nicht hin. Okay, das war ein netter Versuch. Ich habe gehofft, ich komme noch irgendwie rein, deswegen. Kann man ja nicht alles haben. Dann muss ich jetzt hier irgendwie durchkommen, ohne Boomerang. Aber in Ordnung. Kriege ich auch noch hin, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich noch in die Höhe ran. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. So. Hops. Und hier lang. Und auf die Biene. Siehst du, es geht auch ohne Biene problemlos. Vielleicht ist hier dann in dem Ding ja irgendein Power-Up drinne. Wow, da habe ich jetzt echt gerade erschreckt. Dachte eigentlich, dass ich nicht von den Stacheln getroffen werde. Also ein Pilz ist schon mal drin. Das ist doch schon mal was. Und dann kann man doch arbeiten, ne? So, runter da. Hoch da. So. Ich kann auch hier durch. Oh. Ob das eine gute Idee war, weiß ich jetzt nicht. Kann gut sein, dass ich da jetzt einfach was verpasst habe, weil ich zu früh rein bin. Na, komm her. Beziehungsweise, ich spring dir einfach auf den Kopf. Das ist natürlich die optionale Version, die eigentlich doch einfacher ist für mich. Oh. Das gibt überhaupt keinen Sinn, wie du hier durch die Gegend fährst, möchte ich kurz anmerken. Im Sinne von, dass er... Dieser Winkel gab keinen Sinn, wie er da jetzt aufgebracht ist, aber in Ordnung. Also manchmal frage ich mich, nach welcher Physik dieses Spiel funktioniert. Nerv nicht. Habe ich mich jetzt ein bisschen blöd angestellt. Bomb. Führt mich das jetzt hin? Beziehungsweise, was hat mir das jetzt gebracht? Okay, jetzt bin ich hier durch. Das heißt, wenn ich klein bin, muss ich den sogar besiegen, weil ich da nicht durchkomme. Kann das sein? Wow! Hallo! Ja, schön. Ich hab dich auch lieb, Spiel. Leg mir halt Backstein in den Weg. Ist immer, immer toll, muss ich doch ganz klar sagen. Da ist ein Starcoin. Da ist ein Abgrund. Auch schön. Ich erinnere mich, dass ich das Level nicht mochte. Ja, so ganz entfernt. Ich würde es aber gerne heute noch schaffen. Problem ist, es ist ein Autoscroller. Niemand mag Autoscroller, habe ich ja schon mal gesagt. Because Autoscroller are fuck. Nee, keine Ahnung. Keiner mag Autoscroller, aber ich kann, glaube ich, Bum-Bum in dem Fall umgeben. Wenigstens etwas. Oder ich kann ja mal gucken, ob ich jetzt hier was... Wow! Gegen den Hinterkopf, du Drecksack! Gegen den Hinterkopf, das werde ich dir nicht vergessen, mein Lieber. Das ist echt gemein gewesen. Arschkeks. So, kann man hier wenigstens ein bisschen abkürzen. Nee, 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 bleib mal schön weg! Frag mich nicht, was das war. Ich wüsste es selber gerne. Eieiei. Ja, jetzt beginnt der anstrengende Teil des Spiels. Nicht der wirklich schwierige Teil, aber der, der teilweise ohne 3D-Effekt minimal anstrengend sein kann. Runter da. Hallo, Biene. Zack. Vielleicht diesmal ohne getroffen zu werden, das hätte doch mal was, muss ich sagen. Dieser blöde... Was auch immer du sein willst. Hi. So. Was? Ah, du gibst mir einen Tanuki. Das finde ich aber nicht ziemlich cool, weil damit kann ich schweben. Das macht es mir schon mal leichter. Erstes Starcoin. Und das hier ist ein bisschen einfacher, weil ich mehr als nur eine Sache treffe. Weg mit dir. Und du gehst mir nicht so auf den Keks. Und ich sehe wieder nichts. Auch schön. Der, ach, Sehen ist überbewertet. Braucht doch keiner. Ich meine... Licht. Sehen. So langweilig. Will man doch gar nicht. Danke, dass du nicht auf meinen Knopfdruck reagierst, Spiel. Es macht mir jetzt allerdings etwas Angst, dass ich kein Tanuki mehr habe. Fake Goomba, schön. Ah. Das ist jetzt auch nicht so cool, muss ich sagen. Moment, wo ist die letzte... wo ist die letzte Starcoin? Wo kann sie bloß sein? Ich habe sie vielleicht gesammelt, hm? Could you imagine this? Ja, kannst du vielleicht. Gut. Ekliges Level geschafft.
Ja, wir haben es geschafft. Und das ist damit eine wunderschöne Fanfare hinterlegt, weil das muss ja so sein. Und ja. Level geschafft. Ich bin froh drum. Das heißt, ich würde tippen, wir brauchen für das Spiel noch. Haben wir so Welt 7, Welt 8. 3 oder 4 Parts. Bis wir es durch haben. Wobei der letzte vielleicht etwas Überlänge sein kann. Eventuell. Naja, egal. Wie dem auch sei, Leute. Das war's für heute von Super Mario 3D Land. Beim nächsten Mal schauen wir uns Welt 7 an. Um genau zu sein, Welt 7.1. Und ja, ich würde sagen, das war's dann soweit für heute. Ich schwitze mir weiter den Arsch ab und nehme mal für die Woche ein bisschen mehr auf. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Super Mario 3D Land Part 20 dann. Oh mein Gott, die zweifache Vollzähligkeit. Zweistelligkeit, so. Ja, mein Hirn ist gebrutzelt. Das darf das. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.